Herr Weihbischof Borsch, Sie haben einen neuen Bischof. Herzlichen Glückwunsch. Wie sind Sie mit dem Namen zufrieden? Ich habe es eben im Dom schon gesagt. Wir haben im Bistum im letzten Jahr um einen guten neuen Bischof gebetet und unser Gebet ist erhört worden. Wir haben einen guten neuen Bischof. Einen Menschen, der theologisch ausgewiesen ist als guter Theologe, aber auch einen Menschen, der auf andere zugeht, der kommunikativ ist, der seine Aufgabe sehr geistlich versteht und sicher auch als Bischof sehr geistlich wirken wird, der Entscheidungen treffen kann, aber nie alleine, sondern immer nach vorheriger Beratung und unter Einbeziehung vieler, vieler Menschen, die Mitverantwortung im Bistum Aachen tragen, hauptamtlich und auch ehrenamtlich. Was ist jetzt sozusagen seine Stärke, die er am meisten gebrauchen kann für seine Aufgabe in Aachen? Er ist ein Bischof, der unsere Situation in Aachen ein wenig kennt, aus der Nähe der beiden Diözesen. Er war Pfarrer in der Eifel, von daher ist ihm die Situation und die Mentalität in der Eifel vertraut. Das Bistum Trier hat gerade eine Bistumsdiözesansynode hinter sich. Von daher kennt er auch die Beteiligung vieler Ehrenamtler, schätzt das ehrenamtliche Engagement und wird es auch gut in seine Entscheidung, in die Leitung des Bistums mit einbringen können. Jetzt ist ja sozusagen zwischen Ihnen findet die Übergabe der Amtsgeschäfte statt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie geht das weiter? Die Amtseinführung selber steht ja noch nicht fest. Aber was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich mache das hier auch zum ersten Mal, kann also nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Mit der Einführung des neuen Bischofs übernimmt er auch die Amtsgeschäfte. Und wir werden einen guten Übergang herstellen in Zusammenarbeit mit dem jetzigen ständigen Vertreter, der mir im letzten Jahr auch sehr geholfen hat, der als Generalvikar auch in den letzten Jahren viel Erfahrung gehabt hat. Was geben Sie ihm ganz persönlich mit auf den Weg? Ich wünsche ihm die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Das heißt die Weisheit, die Erkenntnis, den Rat, die Gottesfurcht, die Frömmigkeit und viele liebe Menschen, die ihn im Bistum Aachen begleiten und unterstützen. Aber da bin ich ganz sicher, die wird er finden, die hat er schon. Kennen Sie denn Helmut Dieser schon persönlich? Ja, seit er Bischof geworden ist vor 5 Jahren, kenne ich ihn natürlich. Ich war selber bei seiner Bischofsweihe dabei. Seither kennen wir uns aus der Zusammenarbeit in der Bischofskonferenz, aber auch darüber hinaus privat von Treffen und Besuchen. Und was verbindet Sie? Was ist so? Ist es eine Freundschaft? Wie sehen Sie ihn an den Charakter von ihm? Ich glaube, wir sind uns in bestimmten Fragen sehr nahe, menschlich und von unseren Interessen her. Er ist, wie gesagt, ein bodenständiger Mensch. Einer, der auf andere zugeht, der kommunikativ ist, der aber auch geistlich, ein geistlicher Mensch ist. Und das freut mich ganz besonders, ne? Der auch seine Entscheidungsprozesse geistlich anlegt und sagt, wir brauchen ein geistliches Fundament für all das, was wir nachher auch strukturell im Bistum umsetzen wollen.